Im Wifi St. Pölten fand der bereits vierte Tag der Energetik statt, wo sich Raum-, Tier- und Humanenergetiker und Energetikerinnen aus Niederösterreich zum Erfahrungsaustausch trafen. Die Energetik ist ein weites Feld. Sie ist die Hilfe zur Schaffung einer Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Wir vertreten 8 Berufsgruppen. Heute steht die größte Berufsgruppe im Mittelpunkt, die der Energetik. Die umfasst die Raumenergetik, Tierenergetik und die größte Berufsgruppe, die Humanenergetik. Als Interessensvertretung und Servicepartner ist es mir als Fachgruppenobfrau sehr, sehr wichtig, unseren Mitgliedsbetrieben stets zu unterstützen und Hilfestellung zu geben und unsere Berufsgruppen weiterzuentwickeln, gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dass unsere Mitgliedsbetriebe sehr gut am Markt sich positionieren können und arbeiten können. Das höchste Wohl der Klienten steht in der energetischen Arbeit stets an erster Stelle. Viele Energetiker sind daher über die Grenze der eigenen Berufsgruppen hinaus vernetzt und kooperieren so mit beispielsweise Masseuren, Lebens- und Sozialarbeitern, aber auch mit Ärzten. Humanenergetik ist eigentlich die Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen und seelischen Ausgeglichenheit. Und wir beschäftigen uns mit Personen, die sich gerade in den unterschiedlichsten Lebenslagen befinden, einfach um das körperliche und seelische Wohlergehen wiederherzustellen und die Lebensenergie im Fluss zu halten. Und durch das, dass unser Gewerbe so breit gefächert ist, also ist es individuell, wo man es je Klienten aussetzen kann. Raumenergetik versucht einfach, den Leuten individuell zu verhelfen, dass sie sich zu Hause, im Arbeitsumfeld, sich wirklich wohlfühlen, dass sie Kraftplätze erspüren, dass sie einrichtungsmäßig das für sie Beste erzielen, dass es ihnen einfach rundum gut geht in ihrem Umfeld. Unter Tierenergetik kann man eines verstehen, ähnlich wie bei der Humanenergetik, nur dass die Tiere heute halt nicht reden können. Ja? Das heißt, wichtig ist es bei domestizierten Tieren, sich mit dem Tierbesitzer auseinanderzusetzen. Wenn man weiß, was der für Anliegen hat, dann kann man auch mit dem Tier leichter arbeiten. Es geht darum, das Tier in einem energetischen Ausgleich oder Gleichgewicht zu halten. Hauptvortragender war Peter Arthur Straubinger, Filmemacher der Dokumentation »Am Anfang war das Licht«. Darin zeigt er Menschen, die von Lichtnahrung leben. In seinem Vortrag »Das Licht des Lebens – Das Geheimnis der Lebensenergie« inspirierte Straubinger die Zuhörer und bot auch neue Fachkenntnisse. Er berichtete über die Ergebnisse weltweiter Forschungen im Bereich der Lebensenergie. Unser aller Lebensgrundlage und die Arbeitsgrundlage der Energetiker ist die Lebensenergie. Und die Lebensenergie ist ja interessanterweise ein allgegenwärtiges Wunder, das als Wunder aber nicht anerkannt wird, sondern es wird irgendwie ignoriert. Dabei kann die Wissenschaft keine einzige Zelle zum Leben erwecken, aus toter Materie. Und wir bestehen aus Billionen davon. Und die Energetiker beschäftigen sich genau mit dieser Frage, sozusagen, wie beleben wir den Körper richtig? Wie bringen wir die Lebensenergie in Fluss? Wie hängt es die Materie mit der Seele, mit dem Geist zusammen? Als große und starke Gruppe mit Rückhalt der Wirtschaftskammer können die Energetiker und Energetikerinnen noch viel erreichen.